Rogues erhalten einige neue Sachen. Insgesamt bin ich ziemlich beeindruckt vom Schurken. Vor allem die neuen Gifte, die den Raid buffen. Zudem bekommt der Schurke unterschiedliche Sets, also einmal für Tanks und einmal für DPS-Schurken. Und Schurken bekommen jetzt endlich AOE-Runen und vor allem 3 AOE-Runen, die es wirklich in sich haben. Schauen wir uns mal die größte Neuerung an beim Schurken, das sind die Gifte. Er bekommt 4 neue Gifte. Einmal das hier, betäubendes Gift. Bei jedem Schlag besteht eine Chance, den Gegner zu vergiften, was die Zeit zwischen des Nahkampfangriffen 15 Sekunden lang um 20% erhöht. Und dann noch das astrophische Gift. Er hat die Chance, den Gegner zu vergiften, was dessen Nahkampfangriffskraft 15 Sekunden lang um 205 verringert. Die zwei sind jetzt nicht so gut wie jetzt die nächsten zwei. Zähes Gift und okkultes Gift. Und zwar das zähe Gift reduziert die Rüstung des Ziels um 1700, also auch bei Bossen. Und das Gute ist, dass dieses Zähegift auch gut harmoniert mit dem Talent Rüstungsschwächen. Aktuell ist es so, 1700 Rüstungsverringerung. Mit den zwei Punkten kommen wir auf 2550 Rüstungsverringerung. Also sehr, sehr geil für Mini-Klassen. Aber der Rogue hat natürlich auch was für Caster-Klassen mit dabei. Und zwar Erhöhung des Schadens am Ziel um 10% außer körperliche Schäden. Also alles andere außer körperliche Schäden. Das heißt Magieschaden jeglicher Art, Heiligschaden, was auch immer. Und vor allem auch Gifteschaden. Das betrifft also auch den Rogue sozusagen. Und was noch wichtig zu wissen ist, tödliches Gift wird ersetzt durch das okkultes Gift. Wenn wir uns mal die Rune hier anschauen, tödliche Mischung, da war es ja so, dass es das mit tödliches Gift gearbeitet hat. Jetzt arbeitet es mit okkultes Gift, das heißt, es taggt jetzt mit okkultes Gift und nicht mehr mit tödliches Gift. Das ist sozusagen dann die Neuerung für den Rogue. Für den Schurken gibt es noch ein paar Änderungen, die bald kommen werden. Die sind noch nicht auf dem PTR, aber Blizzard hat schon angekündigt, dass sie bald kommen werden. Und das ist zum Beispiel Shadowstep, dass Shadowstep keine globale Abklingzeit mehr hat. Was bedeutet, ihr könnt zum Beispiel Shadowstep usen hinter einen Gegner und direkt kicken oder direkt stunnen, direkt Damage machen. Das heißt, ihr müsst nicht diese eine Sekunde warten. Und es ist vor allem für PvP-Spieler ein Segen. Und ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass es kommt. Und das ist gekommen. Vielen Dank, Blizzard. Dann Schurikenwurf. Kennt ihr alle. Total nutzlos, diese Fähigkeit. Die soll auch überarbeitet werden und verbessert werden. Es soll Kombo-Punkte auch auf andere Ziele verteilen. Wie genau das ausschaut, weiß ich noch nicht. Es wird auch eine Abklingzeit eingebaut, damit das Ding nicht zu OP wird. Aber für Tank Rogues schaut es sehr gut aus, diese Fähigkeit. Und generell für Tank Rogues schaut es gut aus, aber dazu kommen wir gleich. Bevor wir jetzt rübergehen zu den Skillungen und den ganzen anderen wichtigen Sachen, möchte ich erstmal kurz ein paar allgemeine wichtige Sachen besprechen, die euren DPS definitiv weiter erhöhen werden. Und danach möchte ich kurz auf die Tiersets eingehen und dann gehen wir auf die Skillungen. Und zwar, ich habe wirklich viel, viel getestet auf dem Target Dummy da. Und es ist so, wie schon in Phase 3, ihr braucht mindestens einen Dolch, der langsamer ist, der schneller ist, weil schnellere Dolche machen zwar weniger Schaden, aber dadurch, dass ihr durch eure Rune Kampfkraft Energie zurückholt, prockt es öfters, das heißt, ihr bekommt viel mehr Energie zurück und Gifte treffen euer Ziel einfach öfters. Und glaubt mir, ich habe das getestet, mit einer schnelleren Waffe seid ihr einfach höher vom DPS und ihr fahrt einfach besser. So, jetzt die große Frage. Wie schaut es aus mit Schwertschurken, Kampfschwertschurken in Phase 4? Da muss ich euch leider alle enttäuschen. Verstümmeln wird die Meta bleiben, ist auch das Maß aller Dinge, weil mit Verstümmeln, da kommt einfach kein DPS-Bild einfach ran, also kein Schwert-DPS-Bild. Nebelschlitzer wurde zwar gebufft, es sind nicht mehr 5 Stacks, sondern 3 Stacks, also das heißt, ihr erreicht den maximalen Schaden der Fähigkeit schon schneller, aber dennoch, es reicht trotzdem vorne und hinten nicht. Ich habe beide getestet, also Säbelschlitzer und Verstümmeln. Ich habe sogar Säbelschlitzer mit Meuchelskillung gespielt, auch mit Kampfskillung. Es fehlen ca. 300 DPS, sogar ein bisschen mehr wie 300 DPS, also das heißt, ihr kommt an die Verstümmelskillung nicht ran. Problem ist auch bei Säbelschlitzer, ihr macht nur einen Kombopunkt und Verstümmeln macht 2 Kombopunkte, das heißt, ihr generiert zu wenig Kombopunkte einfach und dann ist Vergiften auch nicht mehr so effektiv. Von dem her denke ich zumindest am Anfang von Phase 4, dass sich Verstümmeln definitiv durchsetzen wird. Also da muss noch viel passieren, es muss noch viel sich ändern, dass die Säbelschlitzer-Skillung besser wird. Kommen wir kurz zu den Tiersets und zwar das Tier 05er-Set, welches ziemlich stark war in Vanilla schon, wird in P4 noch verbessert. Die Teile bekommen etwas mehr Beweglichkeit und mehr Stärke und es gibt zwei Sets, eins für Tank Rogues und eins für DPS Rogues. Das können wir uns jetzt gleich hier anschauen. Das ist eins zum Beispiel für Tank Rogues und das ist dann für DPS Rogues und wie ihr seht, hat das deutlich mehr Ausdauer, Parierchance und so weiter. Also ein komplett geiles neues Set für Schurken. Das einzigste Negative an dem Set für Tank Rogues ist, dass halt ja die Set-Bonis genau gleich sind für Tank und DPS. Also da ist jetzt nichts dabei für
Tank-Schurken. Aber wir schauen uns gleich das T1-Set an. Da geht's richtig ab für Tanks. Aber bevor wir zum T1-Set kommen, möchte ich noch kurz das T05er-Set fertig machen. Und zwar der Vergleich von dem P4-T05er-Set zum Vanilla-05er-Set. Und zwar, die Armschienen bekommen hier auch zusätzlich 1% Hit im Vergleich zur Vanilla-Version. Gleiches gilt für die Schultern und die Hosen bekommen sogar 1% mehr Crit. Also insgesamt haben die 2% mehr Hit und 1% mehr Crit im Vergleich zur Vanilla-Version. Und plus die ganzen Werte, die besser werden. Das heißt, das Set ist deutlich, deutlich besser. Besser wie die Vanilla-Version, obwohl es damals auch schon stark war. Das sagt uns natürlich, dass das T05er-Set sehr beliebt werden wird und die meisten werden das farmen. Es ist mindestens Pre-Raid Bisgear und einige Teile werden wahrscheinlich auch Bisgear bleiben. Schauen wir uns noch kurz die T1-Sets an und zwar von dem DPS Rogue. Da ist das 2er-Set ja für den Arsch, das 4er und 6er ist okay. Also insgesamt ganz okay. Und wenn wir uns aber das vom Tank anschauen, die Set-Bonus von T1, dann ist das 2er-Set-Bonus wirklich OP. Und zwar Dolchfächer werden die Kosten um 50% reduziert, also die Energiekosten, und 100% erhöhte Bedrohung. Also das ist Irrsinn, wirklich Irrsinn. Und wenn man das kombiniert mit fokussierten Angriffe, dann ja, habt ihr nur noch Energiezurückgewinnung. Der Rogue wird eine fette, fette AOE-Tankmaschine. Wenn sie nicht irgendwas ändern, ich hoffe nicht. Aber der zweite Set-Bonus, der toppt einfach alles. Kommen wir zu den Runen. Schauen wir uns kurz die Runen an. Es gibt nämlich neue Fingerrunen und 3 komplett neue Rückenrunen für den Rogue. Und die Fingerrunen sind wie bei anderen Klassen. Es erhöht einfach die Waffenskills. Hier nehmt ihr einmal für Dolche. Dann haben wir noch Naturspezialisierung. Das haut ihr auf den zweiten Ring. Das erhöht dann eure Trefferchance mit Giften um 6%. Fangen wir mal mit der ersten richtigen neuen Rune an. Das ist Dolchfächer. Und Dolchfächer ist richtig stark. Es wirft beide Waffen auf eure Ziele innerhalb von 8 Metern und verteilt auch das Gift auf andere Ziele. Und was das Gute ist, die Rune, also die Kopfrune, fokussierte Angriffe. Also wenn ihr das, wenn ihr Dolchfächer einsetzt, dann bekommt ihr 3 zurück, also 3 Energie zurück, auch bei den anderen Zielen, wenn es trifft. Das werdet ihr gleich sehen, wie viel es zurückgibt. Bei Kampfkraft trifft es nicht ein, also nur bei fokussierten Angriffe. Bei Kampfkraft bekommt ihr für die anderen Ziele keine Energie zurück. Aber schauen wir uns das mal an. Wenn ihr jetzt das use, ihr seht ja schon, 3 Energie, nochmal da 6, 9, 12 Energie zurück, hier nochmal 9 Energie zurück. Das heißt, Dolchfächer holt sich das durch die fokussierte Angriffe die Energie wieder zurück. Also sehr geil. Vor allem für Tank Rogues eine geile AOE-Fähigkeit. Und wenn man das kombiniert mit dem T1-Set, was ihr kennt, das reduziert ja die Kosten von Dolchfächer nochmal, also die Energiekosten, und erhöht die Bedrohung um 100%. Das heißt, ihr könnt es fast dann durchspammen als Tank Rogue. Die nächste Rune ist Blutroter Sturm. Schlitzt der Gegner innerhalb von 8 Metern vor euch auf und lässt sie dann bluten. Die ist übrigens gut kombinierbar mit dem Talent unerbittliche Stöße. Das heißt, sie bekommt pro Ziel 25 Energie zurück. Was das heißt, seht ihr gleich. Schaut auf meinen Energiebalken, der ist komplett leer. Wenn ich Blut oder Sturm drücke, ist er wieder ganz voll. Wie ihr seht, hier gibt es fast 100 Energie zurück und das könnt ihr dann durchspammen. Und die letzte Rune ist Donnerbüchse, die ist wirklich, wirklich geil. Ich finde sogar die geilste Rune. Trifft zwar nur 4 Gegner, aber macht enormen Schaden in einem kegelförmigen Bereich. Und mit enorm meine ich wirklich enorm. Und es kostet auch nur 15 Energie. Da seht ihr 2600, 1300, 1300. Also Wahnsinnszahlen sind das für den Rogue. Und das wird den Rogue als AOE-Monster am Ende dastehen lassen. Erst konnte er gar keine AOE und jetzt kann er richtig AOE. Und zack, nochmal, schaut euch das an. 2887 mit einem Angriffswert von 778. Das steigt natürlich mit der Angriffskraft noch mehr. Und das heißt, wir werden nur mal mit 3,5k kritten. Und das ist schon massiv, finde ich. Mal schauen, ob das so bleibt, ob die das nerven oder nicht. Ich hoffe natürlich nicht. Und zum Schluss noch einer, zack, kein Crit dabei, aber trotzdem, der Schaden ist einfach enorm. So, jetzt aber das Wichtigste. Welcher Bild, welche Talente sind denn im P4 das Beste? Kampfbaum? Nein, habe ich schon eingangs erwähnt, der hat keine Chance, es ist immer noch der Meuchelbaum. Ich habe wirklich, ich glaube, 10 verschiedene Skillungen versucht. Ich habe es mit Schwertern versucht, ich habe mit Säbelschlitzer gespielt. Ich habe wirklich jede mögliche Kombination ausprobiert. Ich habe sogar mit Demi gespielt, Rüstungsschwächen. Und am Ende hat sich diese Skillung durchgesetzt mit den höchsten DPS. Ich habe wirklich lange draufgeballert auf die Dummies. Und ja, das war die Skillung, die einfach über die Zeit den meisten Schaden gemacht hat. Und das ist hier die Skillung 26. Also das kennen wir ja schon. Hier geht man im Kampfbaum runter bis zur Beidhändigkeitsspezialisierung. Das nimmt
nehmt ihr übrigens auch noch mit Klingelwirbel, das habe ich jetzt hier vergessen. Und dann tut ihr hier halt nur 4 Punkte rein. Dafür nehmt ihr noch Klingelwirbel mit, weil es einfach geil ist, Klingelwirbel. Vor allem in Dungeons oder in Raids oder bei Trash-Mobs, wenn ihr das used. Und in Verbindung mit Kaltblütigkeit haut ihr da halt enormen Schaden raus. Wie gesagt, ich habe es auch ein bisschen andere Skillungen versucht. Ich habe das hier weggelassen. Und dafür 5 Punkte mehr Crit in Dolche genommen, weil ich mir vielleicht gedacht habe, okay, vielleicht bringe ja 5% Crit mehr wie das hier. Am Ende war doch die Skillung besser. Die hat ein bisschen mehr DPS rausgehauen wie 5% mehr Crit. Und Runen sind die aktuell die besten für die meisten DPS, zumindest Single Target. Ihr könnt ja immer bei Trash Mobs switchen auf andere. Zum Beispiel bei fokussierte Angriffe. Das könnt ihr nehmen mit Dolchfächer, wenn viele Trash Mobs da sind. Ansonsten ziehe ich Kampfkraft vor, weil es mehr Energie zurückgewinnt. Und ja, ansonsten die anderen Sachen kennt ihr alle schon. In Stücke schneiden habe ich auch bevorzugt vor Massaker. Massaker macht ein bisschen weniger oder fast genau gleich, wenn ihr das kombiniert. Also da müsst ihr schauen, was euch am liebsten ist. Ich bin mit der besser gefahren aktuell. Und ja, wie gesagt, ich habe auch alle möglichen Kampfskillungen probiert, also auch komplett runtergeskillt, auch mit Schwertern. Und wie gesagt, habe ich ja schon eingangs erwähnt, Schwerter kommen wirklich überhaupt nicht ran an die Dolch-Skillung, vor allem nicht an die Verstümmeln-Skillung. Und ohne Verstümmeln funktioniert es einfach noch nicht. Da muss ich Blizzard mehr einverlassen, um andere Specs spielbar zu machen im PvE. Aktuell ist wirklich die Meta Meucheln, das wird es auch nach wie vor bleiben. Also Meucheln und Kampfmix sozusagen. Das war's mit dem Video. Falls euch noch was einfällt, liebe Rogue-Freunde, dann schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich bin auch nicht allwissend. Ich werde auch noch ein paar andere Klassen testen. Ich habe Schamanen, Verstärker-Schamanen schon ein bisschen angetestet. Die sind auch extremst krass, genauso wie Ele-Shamis. Also es bleibt spannend, um nichts zu verpassen. Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.